Servus. Servus. Ja, heute sind wir hier im Dachstein unterwegs und machen uns jetzt auf den Weg zur Gossau Kammbahn. Und da kann man dann mit einer Gondel hochfahren und ein bisschen oben wandern, ungefähr so 2 Stunden. Und da gibt es auch noch mal einen schönen Panoramablick. Ja, wir haben jetzt 11 Uhr und natürlich sind die Parkplätze hier alle voll. Und jetzt müssen wir schon mal hier, haben wir schon mal den ersten steilen Anstieg an der Straße lang. Jetzt von dem Parkplatz, wo wir geparkt haben, ungefähr 1 Kilometer bis zu den Gondeln. Ja, und dann melde ich mich gleich wieder von den Gondeln. Jetzt sind wir ja eigentlich hier auf dem Leichtweg, aber der geht schon richtig steil hoch. Ich zeige euch das mal. Ah, da kommt meine Frau. Die ist schon voll fertig. 500 Meter und ein Zigarettchen. Es ist hoch. Ja, weiter geht's. Hoch. Ja. Und das ist ja hier noch der einfache Anstieg. Schön gerade, asphaltiert, astrein. Weiter geht's. Ja, jetzt haben wir das erste Zwischenziel erreicht hier, den Gossausee. Ja, ich zeige euch das mal hier. Was für ein fantastischer Ausblick.
Ja, jetzt noch mal hier so einen kleinen Blick hier von der Location. Ja, da hat sich ja der erste Anstieg hier von einem 1 Kilometer vom Parkplatz bis hier hoch schon gelohnt. Ja, jetzt bin ich in der Gondel drin und jetzt geht gleich die wilde Fahrt los. Ausfahrt. Ja, Auffahrt 7 Minuten, voll vom Feinsten, toftes Panorama. Und jetzt sind wir hier oben angekommen und jetzt zeige ich euch von hier oben nochmal das Panorama, was wir jetzt hier erleben. So. Ja, das ist hier der Dachstein und da unten kann man vielleicht leicht erkennen, ich zeige das mal, da der Fleck. Das ist der Gossausee, der vordere Teil. Und dann kann man da in der Tal wandern und dann gibt es da noch den mittleren See und den hinteren Gossausee. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter hoch bis zum Panoramaweg. Dann bis gleich. Ja, jetzt beginnt unser Aufstieg zur Zwisselalm. Da melde ich mich jetzt hier gleich vom Weg noch ein bisschen. Also bis gleich. Young Lady! Was da? Ey, muss mal richtig dran packen. Ja, ich hab das schon erstmal. Die will gekoppelt werden. Ja, du bist ja eine schöne. Ja klar, da wollte die Kuh mal ein bisschen gekrabbelt werden. So, jetzt geht's aber weiter. Können wir die Abkürzung gehen. Ja, jetzt werde ich mal erstmal die Hosenbeine abmachen. Es ist jetzt doch ein bisschen warm jetzt hier beim Hochlaufen. So, dann bis gleich.
Ja, erste Etappe unserer Alpenbesteigung erreicht. Die Gablonzer Hütte. Jetzt geht's weiter zur Zwiebelalm. Aber hier nochmal für euch das herrliche Panorama. Ja, jetzt kommt nochmal so ein richtiger Anstieg hier zur Zwiebelalm. Na Freunde, geiler Schnitt, wa? Ja, da sind wir erstmal ein ganzes Stück hochgegangen. Da musste ich natürlich wieder runterlaufen. Und jetzt zeige ich euch mal, wo meine Frau schon ist. Ja, da oben schon gleich an der Spitze. Jetzt muss ich sehen, dass ich die erstmal einhole. Ja, so geht es ein YouTuber in den Berge. So, bis dann nachher oder gleich von der Zwiebelalm. Ja, nächster Punkt erreicht, die Sonnenalm. Aber für uns geht es noch weiter hoch. Ja, für euch jetzt noch mal ein bisschen abseits des Berges ein anderes Panorama. Freunde, wenn das nicht vom Feinsten ist, ach rein. Ja, und da hinten, neben dem Baum, die Kette da hinten, das sind die Berge, die wir von unserem Balkon fotografieren können. Ah, Leute, das ist hier in den Bergen richtig der Wahnsinn. Also voll vom Feinsten. Gut, dass wir hier den Aufstieg gemacht haben. Wir müssen natürlich jetzt noch zur Zwiebelalm. Das ist jetzt noch eine Etage höher. Meine Frau, die ist schon richtig voll begeistert. Jetzt erstmal deine Begeisterung. Ja. Ja, ist rein. Hier, guck noch mal. Hier, so ist das wahre Gesicht. Ja, puck die Fliege. Ja. Ja, jetzt kommt noch mal so ein steiler Anstieg. Aber das schaffen wir dann auch noch. Und dann noch ein Stückchen bis zu diesem Aussichtspunkt. Und dann gibt es ja eine Rundumsicht. Also, wie jetzt gleich. Weiter geht's. Ja, da geht's einen steilen Berg hoch. Meine Frau hat es geschafft. Der ruhig auch noch hoch.
Ja, und hier habe ich jetzt nochmal so ein Nest mit Waldameisen entdeckt. Ich hoffe, man kann das Gekrabbel erkennen. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal unseren Aufstieg. Also da unten vom See kommt man her und sind dann mit der Bahn hochgefahren bis zu dem hellen Fleck da. Das ist die Station. Und dann kann man da den Weg sehen, da den Berg hoch bis zu dem nächsten Haus. Und dann der Weg, der sich hier so lang schlängelt. Ja, und dann hier wieder hoch. Und noch höher. Und da meine Frau geht schon wieder. Und da geht es jetzt auch weiter hoch. Ja, und überall hier so kleine Bänke, wo man mal kurz verschnaufen kann und einfach die Aussicht und das Panorama genießen. Also heute hier der Tag, schönes Wetter, obwohl ja Regen angesagt ist. Super. Haben wir richtig Glück gehabt. Gut, dass wir hier uns heute für diese Tour entschieden haben. So, und weiter geht's. Ja, jetzt haben wir hier diese Panoramaplatz hier erreicht, Gossauer Platzl. Und hier ist so eine Beschreibung von den ganzen Bergen. Und dann filme ich das jetzt mal und sage euch gleich, wie die Berge heißen. Ich zeige euch jetzt erstmal hier, wo wir hier uns befinden. Ja, hier so sieht der Platz aus. Da sind die ganzen Berge aufgeführt. Und dann hat man natürlich hier eine herrliche Panorama-Aussicht. Richtig zum Genießen.